Moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal, und zwar zu MotoGP 17. Ganz genau nach Motorsport 15, was ich kurz angeschnitten hatte, um mich auf dieses kleine Spiel vorzubereiten, werden wir jetzt ein Let's Play zu diesem wunderschönen Spiel machen. Und zwar, ihr seht schon, ich bin noch im Hauptmenü, um euch mal kurz zusammenzufassen, was es hier alles gibt. Es gibt einen Schnellmodus, es gibt eine Fahrerkarriere, es gibt eine neue Managerkarriere. Da bin ich auch mal gespannt, was das sein wird. Und mehr Spieler und mein GP. Das sind aber, glaube ich, nur die Einstellungsmöglichkeiten. Ja, genau. Fahrer- und Bike-Anpassungen etc. pp. Wir werden eine normale Fahrerkarriere machen. Und zwar willkommen. Junge Fahrer aus der ganzen Welt wissen, dass eine Teilnahme am Red Bull MotoGP Rookies Cup der beste Weg zur Grand Prix Klasse ist. In den Jahren seit der Gründung hat sie vielen Fahrern zum Erfolg verholfen und einige spätere Weltmeister hervorgebracht. Die am Cup teilnehmenden Fahrer erhalten die Gelegenheit, die besten Strecken Europas auf einer echten GP-Maschine, einer KTM RC250R, zu befahren, die speziell für die Rookies entwickelt wurde und den Maschinen aus der Moto3-Weltmeisterschaft relativ ähnlich ist. Die Teams aus der MotoGP-Meisterschaft verfolgen die Rennen der Rookies auf der Suche nach den Stars von morgen sehr genau. Und du bist ihnen aufgefallen. Du hast einen großartigen Einstand hingelegt und alle positiv überrascht, als du im Red Bull MotoGP Rookies Cup begonnen hast. Jetzt zwei Rennen vor Saisonende ist der Weltmeistertitel zum Greifen nah. Wenn du deine Chance nutzt, bekommst du zweifelslos die Gelegenheit, gegen die besten Moto3-Teams zu fahren. Sei aber vorsichtig, das wird nicht leicht. Deine Kontrahenten sind zäh und du wirst dein Bestes geben müssen, um zu gewinnen und zu beweisen, was du drauf hast. Schöne kleine Einleitung. Und jetzt geht's los. Wir haben ein schönes Bild oben rechts. Ich glaube, so sah ich auch aus. Unser Name, das wird jeder von euch mittlerweile kennen, der diesen Kanal schon länger verfolgt. Wir bleiben dem Motto treu. Und wir nehmen unseren, oder ich nehme meinen richtigen Namen, so. Fährt ja sowieso keiner außer euch. Gut, den Namen kann man auch preisgeben, aber Adresse und so weiter, das bleibt geheim. Die Abkürzung, man sagt doch immer die drei Buchstaben des Nachnamens. Alter stimmt fast, aber auch nur fast. Wir sind Deutsche. Rennnummer. 3. 91 wäre super. Wird's aber. Doch, gibt's jawohl. Das ist doch nice. So, jetzt brauchen wir noch einen coolen Stil. Der Stil 1 hat was, aber der Style gefällt mir ein bisschen besser. Farbe. Okay, Violett gibt es auch. Magenta hat auch immer so ein bisschen was. Grau und Brau. Scharlachrot. Das ist eine Farbe, mit der ich oft drucken muss in meiner Arbeit. Deswegen nehme ich, glaube ich, auch Scharlachrot. Der Spitzname. Das war ein Problem. Das war ein großes Problem in MotoGP 15. Gucken, ob der hier reinpasst. Diesmal passt der hier rein, finde ich gut. Wo erkennt man? Ach, da erkennt man das gerade. Name des Spitznamens. Da gibt es auch wieder mögliche Farbmöglichkeiten. Bernstein. Ja, orange, gelb. Gelb. Ich glaube hier, wir nehmen blau. Oh, war blau. Himmelblau. Himmelblau ist, glaube ich, ein helleres. Dunkelblau. Ach, ich nehme das Standardblau. Aquamarin ist noch... Aquamarin ist heller. Ach, wir nehmen Aquamarin. Komm. Oh Gott, jetzt dürfen wir noch nach einem Helm aussuchen. Da haben wir irgendwo einen goldenen Touch drin? Ah, Gold. Gold wäre mir lieber. Gold ist auffällig. Gold ist auffällig. Nö. Boah, Alter, gibt es hier viele Helme. Oder? Ja, hier gibt es echt viele Helme, aber nicht wirklich einer, der mir jetzt... Oder einen roten, rot, blau, gelb, grün, schwarz, pink, violett. So ein richtig geiler, stylischer. Oh, der hat auch was. Der hat auch was. Die Farbe, die Farbe. Immer diese Farbe. Immer diese Spielchen. Das ist ja komplett schwarz. Nee. Auffällig. Bitte irgendwas Auffälliges. Schwierig. Schwierig. Eigentlich will ich mich nicht so lange damit aufhalten, aber hey. Ja, grün. Ja, der hat was. Der hat was.
Die Stiefel. Oh, ja, genau. Ja, genau. Ich bin da immer unten schwarz. Kommen immer die schwarzen, hier, die passen. Die Handschuhe. Das ist auch nur die Farbe, ne? Rote Handschuhe. Jetzt will ich mal gerne blau. Das hat was. Dieses Blau hat echt irgendetwas. Komm, ich. Das passt dann zur Farbnummer. Das nehmen wir Bestätigung, Fahrstil. Ellbogen am Boden, Schulter raus, Körper raus, alte Schule. Nee, komm, wir machen. Körper raus. Das war fast nur noch am Motorrad hängt. Ja, ich häng gerne fast nur noch am Motorrad, deswegen nehmen wir die Haltung. Und dann geht's auch schon los. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay. Nächstes Rennen. Meine Karriereoption an Team, das gibt es alles noch nicht, deswegen starten wir einfach mal. Wir haben nur noch zwei Rennen hier. Okay, die sagen wir beide noch nichts. Five, jetzt kommt das Wichtigste. Ich lass mal hier. Ich mach diesmal mal auf Semi-Pro. Das reicht eigentlich schon. Dann ist die Lenkhilfe. Ja, okay, komm. Wir machen Semi-Pro. Der große Pro bin ich noch nicht, das habe ich ja bewiesen mittlerweile schon. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Interessante. Wir machen 25%. Ich will ein komplettes Wochenende. Ja, jetzt kommt die große Frage. KI-Schwierigkeitsgrad. Ich mach mal auf schwer. Schäden machen wir aus. Reifenabnutzung machen wir ein. Strafen-Countdown machen wir rein. Flaggensignale machen wir auch rein. Ja, so geil. Es ist ja immer noch ein bisschen Rufmodus. Und dann starten wir einfach mal das Rennen. Training separat. Qualifying separat. Und das Rennen separat. Mal schauen. Es gibt. Wie viele Rechtskurven? Steht leider gar nicht. Rechts- und Linkskurven. Auf jeden Fall, der Kurs sagt mir gar nichts. Also, wir fahren noch mit Ideallinie. Ich glaube, ihr habt auch gerade gesehen. Und das wird. Runde 13 ist das. Okay, das muss ich wahrscheinlich sowieso wegspringen. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Motorrad-Rennsports aus aller Welt. Wir übertragen heute live aus Misano, wo gleich das 13. Wochenende der MotoGP-Weltmeisterschaft beginnt. Die Anspannung in der Boxengasse ist fast schon greifbar. Die Mechaniker machen noch ein letztes Feintuning an den Maschinen, bevor das Freitraining hier endlich beginnt. Ding, das freie Training. Das ist auch ein bisschen neu. Da oben läuft gerade 40 Minuten runter. Wir können ja auch angeleitete Einstellungen. Ach, das hat sich ein bisschen geändert. Die können wir manuell einstellen und können die MotoGP-Regeln, alles klar. Session-Informationen. Okay. Das ist das. Hat sich so eigentlich auch nicht im Vergleich geändert. Wir fahren einfach mal raus. Komm. Fahren wir mal raus. Auf was soll ich mich jetzt erstmal einschießen? Ihr wollt ja Gameplay sehen von draußen. Ich glaube, es war leicht nass auf der Strecke. Jo, es war leicht nass. Okay, jetzt wurde ich hier quasi reingeportet. Wir sind jetzt nicht aus der Box rausgefahren. Fand ich jetzt eigentlich nicht so toll. Hat sich schon ein bisschen was geändert in der Aufmachung unten rechts. Klar, wie schnell wir sind, wie viel Gas und wie viel Bremse ich gebe. Das sieht man ja alles. Ja. Das ist wirklich pitschepatsche nass. Ich glaube das gerade nicht. So, damit ich auch ein bisschen was erzählen kann. Deswegen habe ich jetzt noch Komm, genau, vor mir vor die Fresse raus. Ja, ist ja nichts Neues. So, die ist jetzt erstmal auf schwer. Wenn es der Zufall will, dann hauen wir den Schwierigkeitsgrad noch mal nach oben. Auf realistisch. Aber erstmal wieder reinkommen. Oder ich muss wieder erstmal allgemein reinkommen in das Spiel. Fragen könnt ihr gerne wieder beantworten, was man unten rechts auf jeden Fall noch mehr sieht. Alter, der zieht mir ja jetzt schon davon. Eigentlich soll man die Kurven ja eng fahren. Das ist echt so. Wir fangen klein an und arbeiten uns dann quasi hoch. MotoGP. Hoppala, 5 habe ich eigentlich mit der Interradbremse auch gebremst. Das war aber für mich immer so ein kleines Problem. Ich denke mal, wenn man trotzdem ohne Pfeifen fährt, ist man trotzdem immer noch schneller, als wenn man mit Pfeifen fährt. Würde mich wundern, wenn nicht das der Fall ist. Die geht doch voll ohne Probleme. Aber Alter, der fährt mir da vorne weg.
Das ohne große Probleme. Aber wir wollen ja auch Zweikämpfe sehen. Deswegen, jetzt hole ich wieder ein bisschen auf. Und ich bin auch nicht so der Controller-Fahrer. Das ist mir auch schon mittlerweile so häufig aufgefallen. Wenn ich auf ein richtiges Bike sitzen würde, wäre das, glaube ich, um einiges für mich angenehmer. Und käme auch den Realismus ein bisschen nah. Also wie gesagt, wir sehen eine normale Karriere. Das wird standardmäßig so sein. Ich fahre eine 57 und der fährt irgendwas mit 53. Alter, ist das Pitschipatschi nass. 1,53,0, alles klar. Ich glaube, wir lassen das mal. Man sieht es auch rechts gerade. Die persönlich schnellste Runde. Und meine schnellste Runde. Und ich bin schon im ersten Sektor 18. langsamer. Entweder das liegt an der Strecke oder der KI. Ja. Eins von beiden. Was erhofft ihr euch von dem Spiel? Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare beantworten. Es geht kaum noch schneller. Das ist es ja. Ja, man lenkt ja entweder zu viel ein oder zu wenig. Das ist immer mein Problem. In der Regel meistens immer zu viel. Das ist gleich geblieben. Also die Controller-Einstellungen sind auch gleich geblieben. Also Bremse, Gas und so weiter. Quasi mit R2 beschleunigt man. L2 ist die Vorderradbremse. X ist die Hinterradbremse. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu schalten. Ich glaube, mit Kreis geht das. Wieso fahren die hier ein 1,52er Zeichen? Wo die Strecke pitschpatschen nass ist. Ich komme nicht mal ansatzweise da dran. 1,59 mit Sturz, okay. Und ein Sturz kostet ja Zeit. Ja, entweder zu stark lenke ich ein oder zu wenig. Ja, auch hier kurz vom Gas gegangen, das reicht schon. Weil ich immer das Gefühl habe, dann untersteuert der so ein bisschen. Es lenkt. Moment mal, ist da eine Bremshilfe drin? Ich habe nämlich das Gefühl, dass da eine Bremshilfe drin ist. Und das kann ich jetzt hier nicht einstellen. Okay, das ist ein Problem, weil mir ist das richtig aufgefallen. Der bremst irgendwie mit. In die Kurven bremst der noch mit rein. Das ist ein Problem. Warum kann ich das jetzt hier nicht einstellen? Und da muss ich mich nicht wundern, wenn ich hier Zeit verliere. Ja, der bremst. Ich kann doch voll auf Vollgas gehen, der bremst für mich. Okay, das ist ein Problem. Moment mal. Das ist ein großes Problem. Kann ich das hier... Ja, hier kann ich das ändern, ja, Gott sei Dank. Wo steht hier, dass der automatisch das Bremsen? Und die Lenkhilfe kann auch aus. Dankeschön. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin, okay. Fail. Weil dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich da 5 Sekunden oder so langsamer bin. Ja, logisch. Das geht dann echt nicht gut, ne? Ich dachte, hey, warum bremst der mit automatisch? Die gekoppelte Bremse, die darf gerne an sein. Dann kann ich mich einfach... Komm jetzt hier noch mehr. Gott, klar bin ich jetzt letzter. Mal schauen, ob ich jetzt deutlich schneller bin. Weil wenn der für mich automatisch mitbremst, dann muss ich mich nicht wundern. Alter, ich bin komplett noch vergackt, die Kurve. Ich bin nicht gewundert, warum
bremsten der, obwohl ich gar nicht gebremst habe. Gerade eh habe ich das mal radikal ausprobiert. Ich finde die ideale Linie so schwer zu treffen. Hut ab an jeder, der mit dem Controller zurechtkommt. Ich bin das auf keinen Fall. Ich komme mit null zurecht. Absolut null. Ich habe da ich hab bei sowas einfach kein Gefühl. Kein Feedback, ja. Vor allem, ich finde es auch schwer, das so stark zu dosieren mit Gas, Bremse. Gerade was die Bremse betrifft, das war auch mein großes Problem im Vorgänger. Bremsen. Wie weit konnte ich bremsen? Wo musste ich bremsen? Wie musste ich einlenken? Das wird alles wieder Neuland hier für mich sein. Ach, hier hat er auch für mich runtergebremst. Weil ich da nicht mal bremsen würde. Genauso wie hier. Immer noch Pitsche-Patsch. Na! 7/10. Okay, der Schwierigkeitsgrad scheint zu passen. Aber ich bin die Strecke noch nie gefahren. Das kann ich zu meiner Entschuldigung sagen. Wieder rausgeschwungen, sondern jetzt kommen wir mal der 52 ein bisschen näher. Ja, eine 53er Zeit. Ich möchte mich jetzt eigentlich erstmal hier darauf konzentrieren, Strecke kennenlernen. Bremspunkte kennenlernen, alles lernen. Deswegen lasse ich mich. Alter, 13 und ich bin nur 19 da, alles klar. Schön enges Fahrerfeld hier zusammen. Ich glaube, es gab hier 5 Schwierigkeitsgraden. Leicht, mittel, schwer. Ne, sehr leicht, leicht, mittel, schwer und realistisch. Ich war auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Platz 20 ist da. Wie eng ist denn hier bitte schon das Fahrerfeld? Ich habe nicht mal 13 Rückstand. Heftig! MotoGP 15 war das so, dass die KI immer stärker geworden ist. Also im Rennen war sie am stärksten und im Training war sie noch am schwächsten. Wobei ich eher sagen muss, dass sie im Qualifying sehr schlecht war. Oben haben wir noch Zwischenzeiten. Rot, absolute Bestzeit. Orange, persönliche Bestzeit. Weiß, keine Bestzeit. So sieht die Sache aus. Vierzehntel hier. Rückstand. Ich glaube, ich will mal schnell in eine Kurve rein. Naila legt eine neue schnellste Rennrunde hin. 1:52,6. Wir verbessern uns auch auf Position 11 mit 2/10 Rückstand. Der letzte Schlusssektor scheint mir am besten zu liegen. Das war schon mal im Ansatz schon mal besser. Das war dafür wieder im Ansatz scheiße. Weil über die Curbs brettert man nicht. Ich hasse also nur ganz kurz den loslassen muss, um die Kurve besser zu bekommen danach. Auf jeden Fall persönliche Bestzeit. Knapp hinter der schnellsten. Wir wollen ja auch aufsteigen. Also ich strebe an, irgendwann mal in der MotoGP zu landen. Und wenn man hier klein anfangen muss, was ja normal ist, dann machen wir das auch. Also Motor... Da konnte ich jetzt ein bisschen später bremsen als gewöhnlich. Die fahre ich voll. Ja. Das wirklich ohne Probleme. Ich glaube, man merkt schon, dass ich ein bisschen jetzt mehr drin bin. Mein Ziel ist eigentlich
eher auf einen höheren Schwierigkeitsgrad erstmal zu kommen, als die Fahrhilfe eigentlich runterzudrehen. Irgendwann möchte ich komplett ohne die Ideallinie fahren. Das ist eigentlich mein erster Schritt mittlerweile. Und das mit den Bremsen, das kommt dann irgendwann wahrscheinlich durch mehr Erfahrung, durch mehr Runden drehen, durch mehr Praxis, wie das zum Beispiel bei mir in der Formel 1 ist. Formel 1 war ich schon sehr, sehr lange. Ja. Und mit der MotoGP habe ich ja erst angefangen mit dem 15er Teil. Also das ist ein absolutes, komplettes Neuland. Für mich zumindest. Ich muss mich hier richtig konzentrieren und das ist nicht immer schön. Aber wir werden jetzt auch gleich hier das Training auch schon beenden. Ich möchte jetzt hier nicht Ewigkeiten quasi im Training verbringen, sondern hier mal kurz die Standardsachen euch kurz näher bringen. Das ist ja schon eigentlich damit näher gebracht. Große Veränderungen spüre ich jetzt nicht. Das Einzige, was ich groß merke, sind halt, das hat es ein bisschen anders. Die aktuellen Strecken sind natürlich drin. Und so weiter und so fort. So, die Runde werde ich jetzt nicht beenden. Da darf ich erstmal gleich wieder die Boxengasse aufsuchen. Ich muss auch mal so was Schönes Boxengasse aufsuchen. Man erkennt irgendwann ungefähr, wann man bremsen muss. Das ist jetzt 3/10. Jetzt bin ich mit dem Schlusssektor irgendwo. Muss dann hier gleich die Boxengasseneinfahrt sein. Da haben wir sie doch schon gefunden. Und dann hier übernimmt er wieder der Autopilot. Ich denke mal, der 52 tief kriege ich auf jeden Fall hin. Gucken, ob wir dann wieder Teamangebote bekommen, wo wir dann quasi fahren können. Okay, das sieht auch ein bisschen aufgemachter aus hier mit der Boxengasse. Minimal, wo man dann hier drin sitzt mit seinem schönen Mechaniker. Und dann wollen wir mal zum Qualifying rüberspringen. Wir sind am Ende auf P12. Aber, Alter, die Zeitabstände, boah, Alter, es befindet sich im tausendsten Bereich. Alter, 2/10 und du bist letzter, alles klar, Spiel, geil.